Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Programmvorschau und zwar für die 45. Kalenderwoche hier auf dem Kanal Let's Play mit Herz und Eisenseele. Dass ich hier jetzt gerade ohne Facecam sitze, liegt da nicht daran, dass ich etwas schüchtern bin oder so. Nee. Die Wahrheit ist, ich habe zwar hier schon eine Programmvorschau aufgenommen mit Greenscreen und allem drum und dran, hatte aber meinen Ton gemutet. Und ich mache das jetzt nicht nochmal, deshalb diesmal nur ein Genshin Impact Let's Play dazu oder Gameplay. Und kommen wir aber, bevor wir zur Programmvorschau kommen, noch zu kleinen Danksagungen. Erstmal vielen Dank für eure rege Teilnahme an meinem Geburtstagsstream, auch wenn das leider auf Twitch nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir bei meinem nächsten Stream das hinkriegen. Ich hoffe zumindest mal. Dann auch noch vielen Dank an die Leute, die mir was geschenkt haben, namentlich an den guten Chaos-Destiller. Der hat mir nämlich das, ich glaube, es ist ein Spiel, es heißt zumindest There Is No Game. Und es ist irgendwie so ein Metaspiel, auch wieder mit einem Erzähler, der auf die Sachen, die man macht, reagiert. Ähnlich wie das Stanley Parable Spiel. Bin ich auf alle Fälle gespannt, werde ich mit euch irgendwann mal in einem Stream. Und dann habe ich von der guten, oder soll ich lieber sagen, von der bösen Evil Bloody Eyes das wunderbar japanische Action Earth Defense Force 5. Und auch das werde ich mit euch irgendwann in einem Stream spielen. Und dann gemeinsam, ja, Ameisen, Bienen und was es sonst noch für Ungeziefer gibt, blätten. Übrigens, die Ameisen sind riesengroß. Kommen wir jetzt aber zur eigentlichen Programmvorschau und es geht los am Dienstag und nicht ohne Grund zeige ich euch hier ein Gameplay von Genshin Impact, denn wir werden am Dienstag um 19.30 Uhr Genshin Impact zusammen im Stream spielen und ich freue mich, wenn ich von euch vielleicht den einen oder anderen Tipp bekomme. Ich bin so etwa Level 21, 22 und kann deshalb noch das ein oder andere Hilfe von euch gut gebrauchen. Und ja, wir können ja auch zusammen was spielen, hat ja auch einen kleinen Multiplayer und ich freue mich auf alle Fälle, wenn ihr einschaltet. Wie gesagt, um 19.30 Uhr auf YouTube und auf Twitch. Diesmal wird im Vorfeld allerdings für YouTube keine Streamplanung gemacht. Wollte einfach mal gucken, ob vielleicht dann die Wahrscheinlichkeit, dass auf Twitch zeitgleich der Stream startet, besser läuft. Am Mittwoch um 16 Uhr geht es dann im Persona 5 Royal zurück an die Highschool und wir sind endlich soweit, die Prangerkarte zu schicken. Und damit stellen wir wortwörtlich den guten Komoshida an den Pranger. Am Freitag geht es dann in Phoenix Wright wieder aus dem Gerichtssaal raus. Denn wir wissen zwar jetzt schon, wer der Mörder war, allerdings nicht, wo er ist. Und das macht eine Gerichtsverhandlung doch etwas schwierig. Deshalb müssen wir den neuen Tatverdächtigen erstmal finden. Und am Sonntag gibt es eine neue Folge von Final Fantasy XIV, in der wir die nächste Tankrollenquest angehen. So, und das war es jetzt auch schon. Fast noch eine kleine Ankündigung. Ich werde die nächsten Tage in den Community-Tab eine Umfrage starten, einfach um welche Uhrzeiten ihr am liebsten meine Let's Plays sehen wollt. Zur Auswahl werden stehen 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, also der bekannte Termin, und 19 Uhr. Und ihr dürft da entscheiden, wann wir ab sofort neue Let's Plays sehen werden. Und ja, der Mehrheitsentscheid gewinnt dann. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuschauen und natürlich besonderen Dank an meine Kanalmitglieder. Und hier gilt natürlich wie immer einen besonderen Dank meinem Ehrenkanalmitglied, den guten Negi Magister. Und mir bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.